neuen Video. Heute schauen wir gemeinsam coole Mädchen und Beauty-Hacks und probieren sie, also ich probiere sie, natürlich selber aus. Ihr könnt sie gerne zu Hause auch ausprobieren, aber ich kann euch schon mal das Feedback geben, was funktioniert und was nicht. Und was ihr für euch mitnehmen möchtet als coole Mädchen und Beauty-Hacks. Ich habe das Video noch nicht gesehen, von daher weiß ich nicht, was auf uns zukommt. Ich hoffe, ich habe alles da. Manchmal haben die wilde Sachen, aber ich bin confident. Und ich würde sagen, let's go! Bevor wir aber anfangen mit dem Video, wäre es super cool, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, weil dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr, die ich poste. Und dann let's go mit dem Video! Okay, wir haben hier unseren ersten Hack. Sie hat ihre Haare zu, sie macht Lippenstift drauf. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher. Oh nein, sie hat zu viel Lippenstift drauf gemacht. Oh, das passiert den Besten von uns. Aber keine Sorge, es gibt sicherlich einen guten Hack, damit das nicht mehr passiert. Wir gucken das Video ohne Ton, damit ich nicht wieder gecopyright-striked werde. Außerdem ist es eh auf Englisch, deswegen keine Sorge. Aber ich versuche euch hier zu übersetzen, was passiert. Sie lockt ihre Haare. Aber oh nein, ein elektrischer Schlag kommt durch das Kabel. Und ihre Haare sind natürlich direkt... Aber keine Sorge, denn mit dieser Socke können wir einen geheimen Haarhack machen. Wir nehmen die Socke. Das ist okay, das kann ich machen. Ich habe eine Socke. Das machen wir, okay? Dann machen wir... Wir machen die Socke um die Haare herum. Okay, auch wir sind stolze Besitzer einer Socke. Wir nehmen die Socke, wir machen sie an unsere Haare. Die Socke ist vielleicht ein bisschen zu kurz für meine Haare, aber ich bin mir sicher, wir können hier unser Bestes geben. Neuer Plan, wir haben natürlich auch größere Socken. Wir sind natürlich bereit. So, das sieht doch mehr... noch was aus. Wir nehmen die Socke, genauso wie sie es gemacht hat, und wir wickeln unser Haar. Oh Gott. Bis jetzt? Ich will gar nicht lügen. Es ist nicht der beste Mädchen- und Beauty-Hack, den ich bis jetzt gesehen habe, aber wenn wir danach wunderhübsch aussehen, dann war es natürlich die ganze Tortur wert, nicht wahr? So, dann wickeln wir hier. Ich denke, mit der Socke können wir auch noch ein bisschen wickeln. So. Zack. Da haben wir es. Dann brauchen wir ein Haargummi. Und dann geht es direkt weiter. Auf der anderen Seite mit der nächsten Socke, I'm assuming. Oh, klasse. Ich denke, das sieht gar nicht so anders aus als bei ihr. Ich denke, ich habe hier einen guten Job gemacht. Jetzt, wo die Socke oben festhält, ist es sehr viel einfacher, die Seite zu machen. Okay, wie gesagt, die Haare hier. Obwohl, ich kann die auch noch vielleicht als zweite Partie rumwickeln. Warum eigentlich nicht? Ich ja nichts dagegen jetzt. So. Ich glaube, es ist nämlich einfacher als hier in einem Schwung. Okay. Ich denke, wir haben hier gemacht, was getan werden musste. Sie hat die Socke hier festgemacht. Ihr sieht auch nicht besser aus. Ich frage, die hat oben einen Knoten in die Haare gemacht. Ich denke, meins ist besser mit dem Knoten auf dem Kopf. Aber ich denke, es ist der gleiche Spirit. Ich habe hier nämlich keine... Ich glaube, ich kann da einfach keinen Knoten reinmachen. Dafür sind meine Socken nicht lang genug. Wir haben die rumgewickelt. Ich denke, wir sehen 1:1 aus wie die Lady hier. Und jetzt... Tick-Tack, Tick-Tack. Die Zeit ist vergangen. Die Socken werden rausgemacht und... Sie hat Locken. Das geht wahrscheinlich sehr viel besser mit nassen Haaren. Ich kann mir richtig vorstellen, dass das gut funktioniert. Man flechtet ja auch seine Haare über Nacht. Und dann kommen am nächsten Tag auch Locken raus. Ich habe hier natürlich jetzt nicht eine Stunde, um hier zu sitzen, mit diesen Socken in meinen Haaren. Deswegen würde ich sagen, wir lassen die jetzt erstmal drin. Vielleicht funktioniert es ja. Lass uns das am Ende des Videos rausfinden, okay? Obwohl, dann sehe ich das Video überaus wie ein Affe. Aber ist okay. Ist okay. Stört mich nicht. Ich hoffe, es stört euch auch nicht. Okay, zweiter Hack. Ersten können wir noch nicht bewerten, aber ich denke, er wird funktionieren. Was isst die denn da? Ketchup auf Salat? Nein, tu's nicht. Es geht auf dein T-Shirt. Oh Gott. Oh Gott, wenn du sowas schon machst, dann flippt der ganz... Natürlich. Da ist Ketchup auf dem T-Shirt. Es hat nicht anders kommen können. Aber sicherlich haben wir einen coolen Mädchen-Hack. So Leute, ganz schlechte Nachrichten für die Sockenlocken. Bei mir kam gerade der Amazon-Mann. Dann hat mir mein Paket gebracht. Und ich halte es nicht in mir. Mit der Sockenkonstruktion. Ich habe die gerade rausgehasselt, dem gegenüberzutreten. Ich habe mich schon schlecht genug gefühlt, dass ich hier im Schlafanzug sitze. Von daher, es tut mir leid. Aber ich bin mir sicher, der Sockenhack funktioniert, okay? Ich sage, das ist ein guter Hack. Ich meine, ich habe da auch schon ähnliche Sachen auf TikTok gesehen. Das ist ein guter Hack, okay? Aber ich bin mir sicher, im nächsten können wir hier richtig profitieren. Außerdem sind meine Haare schon semi-lockig. Das zählt überhaupt nicht. So. Okay, wir haben einen Fleck
aus Ketchup auf einem weißen T-Shirt. Wir nehmen Rasierschaum, wir machen den Rasierschaum auf den Fleck, wir waschen den Fleck und den Rasierschaum ab. Das T-Shirt ist blitzeblank. Okay, versteh mich nicht falsch. Ich werde es ausprobieren. Ich bin nur skeptisch, okay? Ich bin äußerst skeptisch, bin ich. Ich werde es nicht auf dem Pulli machen, weil den würde ich gerne noch den Tag übertragen. Ich habe actually, habe ich gestern gefunden, als ich meinen Schrank ausgemistet habe, noch alten Merch von mir. Den kann ich natürlich, der ist weiß, dann kann ich das probieren. Und dann ist es auch nicht so schlimm, weil das ist auch alter Merch. Ich habe auch mittlerweile meinen neuen Merch. By the way, falls ihr Merch von mir möchtet, die Website ist hier unten in der Infobox verlinkt. Oder wenn ihr auf meinem Kanal drückt, rechts quasi an diesem Banner. Also ihr wisst, was ich meine. Halt das, was oben ist. Okay, jedenfalls der Shop ist verlinkt. Erster Link in der Infobox, falls ihr Merch möchtet. Und ich probiere jetzt den Hack aus. Wir holen uns mal Ketchup. Wir haben hier den schönen Rewe Bio Tomaten Ketchup. Und davon werden wir jetzt... Ich will nicht so viel machen. Ich will keinen Ketchup verschwenden. Okay, ich mag Ketchup wirklich gern. Es ist mein Lieblings-Seiten-Dingsi. Ich mag keine Mayonnaise gern. Aber Ketchup? Ketchup, denke ich, ist was Feines. So, wir haben hier eine kleine Menge Ketchup. Aber ich habe gesehen in dem Video, die war so ein bisschen verrieben. Die war schon ein bisschen reingearbeitet. Das heißt, wir arbeiten die hier auch rein. Dann habe ich hier für euch einen wunderbaren Ketchup-Fleck. Jetzt kommt natürlich die nächste Stufe. Und das ist der Rasierschaum. Noch sehe ich nicht, wie es arbeitet. Also klar, es verdeckt den Ketchup-Fleck. Was vielleicht... Also ich habe gehört, beziehungsweise ich glaube, es wurde schon oft gesagt, dass die Art von Content-Leuten manchmal kleine Cheatereien machen im Video-Editing und dann einfach während der Rasierschaum das verdeckt, einfach ein anderes T-Shirt nehmen, was genau identisch ist, aber ohne Fleck und dann da auch den Rasierschaum drauf machen und das abwaschen und dann haben sie halt die Illusion, dass es funktioniert. Ich sag nicht, dass die das gemacht haben, wir werden sie jetzt herausfinden. Wir arbeiten den Rasierschaum hier ein. Gar nicht liegen. Hier, ich zeige euch das kurz mal. Der Ketchup ist noch vorhanden. Noch bin ich nicht sicher, ob der Rasierschaum hier was macht. Okay, das funktioniert überhaupt nicht, Leute. Seht ihr das? Also klar, ich habe es noch nicht abgewaschen, aber... Okay, der Rasierschaum ist da. Wir gehen jetzt in mein Badezimmer. So, in einem surprising turn of events hat es jetzt leider nicht funktioniert. Aber keine Sorge, wir haben ja noch ein paar Hacks. Das war ja erst der zweite. Der erste Hack war ja auch okay mit den Sockenwicklern. Von daher 1 für 1, okay? Rasierschaum hat halt gar nicht funktioniert. Also ihr habt es ja gesehen. Also da kam halt gar nichts raus. Also 0 von 10. Aber okay. Weil sie hat es hier einfach rausgebracht. Das ist halt ein Skandal. Jetzt pustet sie das trocken, aber ah, Lady. Es funktioniert gar nicht. Okay, ich fühle mich betrogen. Das ist... Nein, guck mal, wie sie jetzt auch noch so tut und sagt, oh mein Gott, guck mal, der Rasierschaum, er hat meinen Fleck rausgewaschen. Aber hat er nicht. Hat er nicht. Du hast ein anderes T-Shirt. Sie hat... rote Haare. Ich kann leider keine roten Haare haben, weil sonst würde ich aussehen wie ein Zirkusclown. Sie hat braune Haare, aber sie hätte auch gerne rote Haare. Und die rote Haarige hat natürlich einen coolen Hack. Oh mein Gott, was ist das denn für Spray? Oh nein, oh nein. Ich habe leider... Das sah sehr fake aus. Die hat das vorher gemacht. Das sah sehr fake aus. Ich bin ein Skeptiker. Es tut mir leid. Also ich mache euch nochmal das... Das ist ein Replay, okay? Wir machen hier mal Slow-Mo. Jetzt hier im Cut, die Haare oben sind noch braun. Aber die Bürste berührt die Haare jetzt. Aber hat die Bürste die Haare nur da berührt? Oder hat die Bürste die Haare auch hier berührt? Und es funktioniert gar nicht. Seht ihr, was ich meine? Hier zum Beispiel, die Ecke ist, denke ich, der beste Teil. Die Bürste hat ja nur Zacken bis hier. Da war sie ja noch nicht dran. Also kann sie ja gar nicht gewesen sein, weil die Bürste hat ja nur Zacken bis hier. Das heißt, das ist natürlich... Betrug. Okay, aber nächster Hack, nächstes Glück, nächster Erfolg vielleicht. Vielleicht haben wir hier einen Homerun. Sie macht sich Lippenstift drauf. Ich hoffe, es ist irgendein Hack, den ich benutzen kann. Ich wäre so hyped. Ich hätte so gerne einen Hack, den ich benutzen kann. Okay, beide wollen natürlich in den Spiegel sehen. Wir haben unseren Spiegel schon bereit. Für was auch immer der Hack ist. Okay, ich bin super bereit. Ich bin so ein Idiot, gell? Ich bin die ganze Zeit nur so, Mensch, das Video, das zieht sich aber ganz schön lange. Ja, wir haben auch auf 0,5 gestellt. Ich bin auch ein Trottel. Warte, was passiert jetzt? Sie hat... Oh, sie vermischt ihr Make-up mit sehr, sehr, sehr viel dunklerem Make-up und versucht, ihre Freundin zu pranken. Denn die möchte jetzt natürlich ihr Gesicht noch make-upen. Gut, dass sie nicht hinguckt. Aber, oh, sie guckt auf den Pinsel. Aha,
Da lässt sie sich nicht betrügen. Aber was kann man denn natürlich machen? Mit dem Pinsel, mit dem braunen Zeug. Sie macht Sommersprossen. Okay. Das ist cute. Ich habe leider... Ich meine, das sieht aus, als hätte sie das gerade gemacht. Das glaube ich ihr. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir, liebes Mädchen auf der linken Seite. Ich habe keine Zweifel daran, dass du mich hier anlügst. Okay, ich gucke mal in meinem Make-up-Bäckchen, ob ich doch noch irgendwas Braunes finde. Ich habe dieses dunkle Puderzeugs. Es ist zwar nicht flüssig, ich habe leider keinen flüssigen. Ich bin mir sicher, die Funktionsweise ist ähnlich. Von daher, ansonsten ist halt alles, was ich ansatzweise flüssig habe, ist halt weiß. Dann versuchen wir mal unser Glück. Wir haben hier einen Pinsel. Wir haben hier dunkles Zeug. Hoppala. Das ist ein bisschen krümelig. Aber vielleicht ist es genau das, was wir brauchen. Mein Pinsel ist auch nicht ansatzweise so eingedingst wie ihre. Ich glaube, ihre hat mehr einfach Zacken. Meiner hängt mehr zusammen. An diesen Augenbrauenstiften ist doch immer so ein kleines Ding dran. Vielleicht kann ich das benutzen. Okay, wir arbeiten hier nochmal mit dem Pulverzeug. Hoppala. Nein, das hat nicht gut funktioniert. Okay, vielleicht ist es... Ich kann mir halt vorstellen, dass es funktioniert. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass ich hier einfach nur zu doof bin, um das Ganze zu machen. Jetzt habe ich hier dunkle Punkte. Ich habe noch einen Augenbrauenstift. Vielleicht können wir hiermit einfach fake-outen. Das einzige Dunkle, was ich hatte, war, wie gesagt, Augenbrauenstift. Es funktioniert alles nicht ideal bei mir. Das liegt aber wahrscheinlich auch einfach an mir und meiner schlechten Execution. Okay, sie hat eine Dings-Haarnadel. Wie heißt das auf Deutsch? Bobbypin? Oh nein, die Haarnadel ist in ihrem Fuß. Das ist natürlich brutal. Okay. Nein, die tückische Haarklammer wieder. Sie hat sich schon wieder wehgetan. Okay, wir müssen hier ein Hack haben, um diese Haarklammern zu verstecken. Oh nein, sie hat sich schon wieder auf die Haarklammer. Es sind so viele Haarklammern. Und eine leere Packung Tic Tacs. Aha. Die Tic Tacs. Die Bobbypins. Tic Tacs zu. Bobbypins sicher. Sogar noch dekoriert. Eigentlich ist es gar kein schlechter Hack. Ich glaube, ich mache das. Vielleicht, wenn ich eine nächste Tic-Tac-Packung finde, tue ich die auch da rein. Dann sammle ich die da drinne. Dann verliere ich die nicht immer. Dann weiß ich, in meiner Tic-Tac-Packung in dem Rucksack ist sie drin. Und dann habe ich meine Haarklammern. Das wäre was. Das ist guter Hack. Okay, wir make-upen. Aber der Pinsel ist zu groß. Aber ihre Freundin im roten T-Shirt jetzt nimmt eine ihrer Haarklammern, oh mein Gott, und macht damit den Pinsel flach. Macht die Haarklammer rein. Okay, okay, Leute, das kann ich machen. Okay, wir machen hier Klammer Nummer 1, Klammer Nummer 2. Ich wünschte, ich hätte auch so pinke Klammern, dann würde man das alles besser sehen. Aber ich habe nur die doofen schwarzen. Hier, ich habe es nachgebaut. Ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie es aussieht. Die hat es gut gemacht. Vielleicht bin ich ja einfach bau... Hier auf der anderen Seite sieht es besser aus. Ich zeige euch die Seite. Hier. Oh, ist das schön. Wow. Okay, jetzt gehen wir damit in unser Make-up. Ich habe das früher immer gemacht. Also genau so. Und dann habe ich den halt einfach mit meinen Fingern zusammengedrückt. Das hält ein bisschen besser eigentlich als die Klammern, weil die rutschen hier ein bisschen. Aber ist okay. Wir gehen hier mit. Jetzt habe ich mir hier mein Gesicht ein bisschen verkackt. Weil ich bin wirklich kein Mensch, das Konto. Ich bin wirklich nicht gut im Make-up machen, okay? Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann das gar nicht. Ich kann meine Augen und es ist ein okayer Hack. Es ist ein okayer Hack. Mach mich nicht wütend. Ich muss jetzt die andere Seite auch noch machen. Okay, ich hoffe, ich habe den Schaden behoben. Ich habe es versucht, ein bisschen auszublenden, damit es nicht so hart aussieht. Ich habe das Gefühl, mein Gesicht sieht dann schnell einfach komisch aus. Wie gesagt, ich bin kein Make-up-Experte. Ich bin mir sicher, einige von euch können es tausendmal besser als ich. Der Hack ist okay. Die Klammern, die halten und die machen, also die halten am Anfang, wenn man sie reinmacht, und sie halten die Form. Ich sehe, warum die Form nützlich ist. Ich habe nur das Gefühl, die Klammern sind leider zu rutschig. Und wenn ihr tatsächlich den Pinsel nehmt und dann das auf das Gesicht macht, weil es soll ja auch Farbe auf das Gesicht kommen, dann fluppen die Klammern einfach raus. Und dann halten die halt nicht. Ich weiß nicht, wie sie das macht in dem Video. Ich glaube, die berührt halt ihr Gesicht kaum. Es ist okay. Es ist okay. Sie haben sich was dabei überlegt und es könnte funktionieren in der Praxis. Ist, was ich hier sagen möchte.
das war's dann scheinbar mit den coolen Mädchen und Beauty-Hacks. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht schon einen Hack davon kanntet, ob ihr eigene Hacks habt, die ich ausprobieren kann und welchen Hack ihr benutzen würdet. Ansonsten, wie gesagt, abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Und wir sehen uns im nächsten. Macht's gut. Tschüssi!